Gut, ich freue mich zum nächsten Vortrag. Ich stelle dich nicht mehr vor. Nein. Du wirst gleich weiter. Ich kann mich selber vorstellen jetzt. Das Thema scheint sehr zu interessieren, haben wir gestern schon gesehen und schon etliches darüber diskutiert, weil es in der Geschichte der Astrologie so viele Ansätze zur Erklärung des Wirkzusammenhangs gibt, also weil es so viel Material gibt, werde ich jetzt nicht freisprechen, sondern werde von meiner Kraftpunktdarstellung ablesen. PowerPoint, Kraftpunkt, nicht wahr? Das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Und werde vielleicht einige Ergänzungen dazu machen. Wir fangen wieder in Babylon an. Und ich beziehe mich da auf einen Keilschrifttext, A Babylonian Diviner's Manual. Ich hätte ihn da, ich könnte ihn zeigen, ich könnte jede Menge weitere Texte, Originaltexte zeigen, aber wir haben nicht genug Zeit, darum fasse ich hier meine Gedanken dazu zusammen. Sowohl der Himmel als auch die Erde geben Vorzeichen. Beide sind zu beobachten. Echte Vorzeichen von Himmel und Erde stehen in Harmonie miteinander. Nur wenn himmlische und irdische Zeichen in dieselbe Richtung weisen und sich nicht gegenseitig annullieren, entsteht ein echtes Zeichen und damit eine Prognose. Prognosen sagen kein unabänderliches Schicksal voraus. Mit geeigneten Ritualen, Namburu, kann das Schicksal beeinflusst werden. Ich habe gestern das im Detail erklärt, darum gehe ich jetzt da nicht mehr näher drauf ein. Himmlische Zeichen werden oft mit Hilfe von Analogieschlüssen gedeutet. Da gibt es auch Beispieltexte dafür. Zum Beispiel in einem wird festgestellt, dass ein Stern in Konjunktion mit dem Mond stand und im Halo des Mondes. Und man hat das gedeutet als eine feindliche Umzingelung des Königs und seines Heeres. In einem anderen Text stand der Regulus im Halo des Mondes. Und das wurde gedeutet als eine Schwangerschaft der Königin und die Geburt eines neuen Königs. Bei Quellen habe ich hier angegeben. Die Zeichen des Himmels und der Erde sind geben also Auskunft über das Schicksal des Königs und des Landes. Ein Schreibfehler, tut mir leid. Himmlische Zeichen werden als Schrift des Himmels bezeichnet. Der Himmel wird als kosmische Keilschrifttafel gesehen. In der Mythologie erscheint die kosmische Keilschrifttafel unter der Bezeichnung Tafel der Schicksale. Diese ist an der Brust des Götterkönigs Marduk bzw. im Anzu-Epos an der Brust des Ninurta befestigt. Ninurta war in einer anderen mesopotamischen Tradition der Götterkönig. Ein einziger Gott regiert hier das Universum, die anderen Götter sind nur seine Beamten. Ihr Wohnsitz liegt allerdings in den Gestirnen. Also die Planeten als Göttersitze agieren nicht unabhängig voneinander, sondern sind eigentlich Ausführende des Willens Marduks. Kurz zusammengefasst, der Himmel zeigt Schriftzeichen der Götter, Keilschriftzeichen könnte man so, sie sehen ja so ein bisschen ähnlich aus, die Konstellationen wie Keilschriftzeichen. Der Wirkzusammenhang oben unten ist nicht kausal, also es ist nicht an physikalische Ansätze hier zu denken, auch nicht synchronistisch, es geht nicht um Tiefenpsychologie, sondern prosemantisch vorausanzeigend und nuthetisch warnend. Man macht ja da gern Fremdwörter, die cool tönen. Kommen wir zu Aristoteles. Das Bild haben wir schon gesehen, der Raphael hat ein viel schöneres Bild dieses Weltbildes gezeigt. In der Mitte die Erde, Mond, Sonne, Planeten in den darüberliegenden Sphären, über allen Planetensphären die Fixsternsphäre, die im Tageslauf einmal um die Erde dreht und jenseits von allem das unbewegt bewegende
das Aristoteles der Gott nennt. Dieses Weltbild wird seit dem Mittelalter auf eine kausalistische Art und Weise gedeutet. Und man stellt sich vor, dass die Wirkung von oben ausgeht, also vom außerhalb ausgeht und dann Sphäre um Sphäre nach innen geht und am Ende kommt die kausale Wirkung bei den irdischen Wesen an. Und wenn man aber Aristoteles liest, erweist sich, dass dies falsch ist, diese kausale Deutung. Und zwar muss man sich ja überlegen, dass das unbewegt Bewegende eben unbewegt bewegen soll. Das heißt, Gott macht nicht eine Bewegung, gibt einen Anstoß, sodass alles in Bewegung kommt, sondern er muss auf eine andere Art und Weise verursachender sein. Gott bewegt den Himmel und die Dinge nicht dadurch, dass er sie aktiv anschubst, im Sinne einer Causa Efficiens. Gott ist vielmehr die Ziel- und Zweckursache, die Causa Finalis des Universums. Der Himmel und alle Dinge bewegen sich aus sich selbst heraus, weil sie ständig Gott denken und begehren. Bewegung ist Ausdruck von Psyche, das heißt von Aktivität und Leben, die in allen Dingen enthalten sind. Auf der Erde gibt es zwar Wirkursachen, Causa Efficientes müsste das heißen, nicht Finales. Aber das Motiv aller Bewegung bleibt doch das Göttliche. Die Bewegung kommt also aus dem Inneren der Dinge. Alles hat Psyche, alles bewegt sich aus sich selbst heraus, weil alles Gott liebt. Also auch ein platonischer. Das ist auch platonischer und Aristoteles ist ja Platons Schüler. Das Göttliche manifestiert sich in den Himmelssphären, diesen folgt alles, man könnte sagen, in unbewusstem Streben. Es ist auch so, dass nach Aristoteles die Himmelssphären sich bewegen, weil sie Gott nachstreben oder weil sie Gott suchen. Auf den ersten Blick mag uns das vielleicht als ein primitives Weltbild erscheinen, aber eigentlich auch nur dann, wenn man davon ausgeht, dass die Natur, Natur grundsätzlich unbelebt ist, aber wenn man von einem panpsychischen, von einer alldurchdringenden Seele oder einem alldurchdringenden Geist ausgeht, ist das ein durchaus plausibles Weltmodell, ich denke auch für heute. Vergleich Mesopotamien, Aristoteles, in Babylon bestimmt Marduk mit seiner Götterversammlung das Schicksal der Menschen und gibt Zeichen am Himmel und auf der Erde. Nach Aristoteles hingegen bewegen sich alle Dinge, weil sie Psyche haben und dem Göttlichen nachstreben. Spätere hellenistische Texte zur Astrologie und ihrem Wirkmechanismus kombinieren diese beiden Ansätze. Kommen wir zu Plotin, mein Lieblingsphilosoph, wobei der Asteroid Plotinos mit meiner Venus in Konjunktion steht. Dass die Bewegung der Gestirne über alle einzelnen Dinge das anzeigt, was sein wird, man beachte, was sein wird, aber nicht selbst alles bewirkt, wie die meisten glauben, ist schon früher in anderen Schriften gesagt worden, in anderen Schriften von Plotin. Weiter führt Plotin dann anderswo aus, das ist nicht mehr Zitat, auch die Auguren, die aus dem Flug der Vögel weissagen, gehen ja nicht davon aus, dass der Flug der Vögel das Schicksal bewirke, vielmehr gehen sie davon aus, dass der Flug der Vögel das Schicksal nur anzeigt. Der Himmel liefert so etwas wie ein symbolisches Schriftbild, dessen Grammatik der Astrologe versteht und dem Prinzip der Analogie deuten kann. Plotin sagt das ausdrücklich, ich habe das nur ein bisschen vereinfacht gesagt, weil er so unheimlich lange Sätze macht. Die kosmischen Analogien sind dadurch begründet, dass das Universum von einer einzigen göttlichen Intelligenz, einem Geist, dem Nous, und einer Seele, der Psyche, durchdrungen wird. Denn wenn ein einziger Geist alles Seiende schafft und durchdringt, dann wird er alles harmonisch anordnen, sodass alles sich sinnvoll zusammenfügt. Aus diesem Grund kann man überall Analogien sehen und aus dem einen aufs andere schließen. Ähnliche Lehren waren in der Spätantike weit verbreitet, im Neuplatonismus, im Stoizismus und in der Hermetik.
In der Neuzeit haben Paracelsus und Kepler ähnliche Ideen vertreten. Auch maßgebliche moderne Astrologen rund 1800 Jahre später bekennen sich ausdrücklich zum platonischen mystisch-metaphysischen Weltbild. So zum Beispiel Lise Green, Richard Tanners, André Barbeau, Fritz Riemann, Alfred Frankhauser, Oskar Adler und Alan Leo. Bei Lise Green, Richard Tanners, der Robert Handfield, der müsste hier auch erwähnt sein. Und die Brady. Und die Brady auch, ja. Genau. Die erwähnen Plotin ausdrücklich als und ja, bekennen sich eigentlich zu seiner Weltsicht. Kommen wir zu den Astrologen. Weit verbreitet ist in antiken Texten die Redeweise, dass eine himmlische Konfiguration bestimmte Charakterzüge eines Menschen macht bzw. bewirkt, griechisch poie, oder nützt oder schadet und so weiter. Solche Redeweise ist aber nicht wörtlich zu nehmen im Sinne einer Wirkursache. Antike Astrologen folgen stets der platonischen und stoischen Denkweise. Also ich könnte das jetzt sehr klar zeigen an Texten, aber die Zeit ist leider beschränkt. Ich gehe nur auf ein Beispiel aus Ptolemäus ein. Ptolemäus ist sich zwar bewusst, dass der Mond die Gezeiten des Meeres bewirkt, aber erklärt dies nicht durch eine kausale Krafteinwirkung des Mondes, sondern als Resultat eines Mitleidens bzw. einer Sympathie, Sympatheia, der belebten und unbelebten Dinge mit dem Mond. Alles sympathiert mit dem Mond und darum scheint der Mond eine Wirkung zu haben. Macht der Mond scheinbar Dinge. Die Vorstellung, dass die Planeten durch ihre Strahlung etwas bewirken, war bei Laien verbreitet und wurde von Astrologiekritikern erwähnt und als Vorwand genommen, um die Astrologie zu kritisieren. Beispiele finden sich bei Firmicus Maternus ziemlich am Anfang seiner Mathesis. Kommen wir zu Hermes Trismegistos, der Tabula Smaragdina, wie oben so unten, das beliebte Wort der Astrologen. Da gibt es eine lateinische Version, die vor allem bekannt ist bei uns. Die stammt aus dem Hochmittelalter, sie geht zurück auf eine arabische Version, die ihrerseits vermutlich auf eine griechische Version zurückgeht, aber die griechische ist nicht erhalten. Wir haben die lateinische, die ich hier wörtlich übersetze mit was weiter unten ist, ist wie was weiter oben ist, inferius, superius, und was weiter oben ist wie was weiter unten ist, damit die Wunder des einen Dinges zustande gebracht werden. Und die arabische Version, das Höhere ist vom Tieferen her und das Tiefere ist vom Höheren her, als Wirkung der Wunder von einem her, wie alle Dinge von einem her sind. Ich muss hier eines vielleicht groß schreiben, er kommt dann später auch noch auf Gott zu sprechen. So, das lassen wir aus. Der Text hat insbesondere in der Magie, der Alchemie und im Okkultismus eine wichtige Rolle gespielt. Genau genommen geht es nicht um eine astrologische Oben-Unten-Beziehung, sondern um gnostisch-kosmische spirituelle Hierarchien oder Engelshierarchien. Allerdings stehen die himmlischen Hierarchien mit den Planetensphären in Verbindung. Haben wir auch gestern, hat Raphael uns erklärt und Ulrike auch. In der arabischen okkulten Tradition glaubte man, dass der Einfluss der Gestirne durch Strahlung übermittelt wird. Man stellte zum Beispiel Talismane, Heilmittel oder Gifte beim Aufgang bestimmter Gestirne oder Konstellationen her, wobei man sich vorstellte, dass diese Substanzen vom Licht der Gestirne aufgeladen würden. Kommen wir schon zu Thomas von Aquin. Ich habe da gestern schon davon gesprochen. Ich lese nochmal vor, da sind einige Leute neu hinzugekommen. Ein kausales Verständnis astrologischer Verwirkung vertritt auch Thomas von Aquin. Er begreift die Wirkung aber nicht deterministisch und fatalistisch. Zwar glaubt er an einen kausalen Einfluss der Himmelskörper auf den menschlichen Organismus, doch geben diese nur eine bestimmte Tendenz und Neigung vor. Der Mensch kann Kraft seiner Vernunft und seinem freien Willen diesen Neigungen widerstehen oder ihnen zuwiderhandeln. Die Sterne zwingen nicht,
sondern macht nur geneigt. Das ist das Grundmuster, nachdem das Christentum sich dort, wo es sich die Astrologie erlaubt hat, die Astrologie adaptiert hat. Man findet diesen Gedanken meines Wissens zum ersten Mal so im 8., 9. Jahrhundert in byzantinischen christlichen Texten, zum Beispiel in einem Text von Stephanos, jetzt habe ich vergessen, wo der wohnte, jedenfalls in der westlichen Türkei. Moderne kausale Theorien. Während der beginnenden Neuzeit wurden physikalisch kausale Erklärungen astrologischer Wirkung immer öfter vertreten. Pietro Pomponazzi und Philipp Melanchthon. Pomponazzi hat zum Beispiel das aristotelische Weltbild, das wir vorhin gesehen haben, übernommen, hat es aber kausal interpretiert, dass also eine Wirkung von außen nach innen geht. Wie wenn Gott eben nicht unbewegt bewegen würde, sondern etwas anstoßen würde mit der Hand. Erst neuzeitliche Gelehrte des späten 19. und 20. Jahrhunderts haben versucht, astrologische Wirkung mit Hilfe physikalischer Kräfte wie Elektrizität, Magnetismus, Strahlung, Wellenenergie oder Gravitation zu erklären. Und neu kommen jetzt offenbar auch diese dunklen Haare, oder wie muss man das nennen, hinzu. Ja. Ein interessanter Versuch in dieser Stoßrichtung, also von den dunklen Haaren wusste er noch nichts, wurde von dem britischen Astronomen und Astrologen, eine seltsame Kombination, seltene Kombination, Percy Seymour unternommen. Und Sebastian wird da vielleicht dann mal eine Theorie über schwarze, dunkle Haare entwickeln. Leider sind astrologische Effekte dieser Art bis heute nicht wissenschaftlich nachweisbar, also völlig spekulativ. Selbst Astrologen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund rücken heute oft ab von Erklärungen, die auf den Kräften der klassischen Physik beruhen. Stattdessen versuchen sie astrologische Wirkung eher im Kontext der Quantenphysik, Chaostheorie und Relativitätstheorie zu verstehen. Interessant ist die Erkenntnis der Quantenphysik, dass Elementarteilchen grundsätzlich nicht lokal definiert sind und sich über weite Distanzen hinweg ohne Kausalwirkung miteinander korreliert verhalten können. Daraus scheint zu folgen, dass alles, was im Universum existiert, sich in irgendeiner akausalen Korrelation entwickelt. Warum also sollten sich nicht auch vergleichbare Synchronisationen zwischen Planeten und der Psyche des Menschen oder allgemein irdischen Vorgängen ereignen? Einen Ansatz dieser Stoßrichtung finden wir in Theodor Landscheids Werk Astrologie, Hoffnung auf eine Wissenschaft. Da steckt natürlich noch viel mehr drin. Ich möchte dieses Buch sehr empfehlen. Aber auch hier finden wir uns nach wie vor im Bereich der Spekulation. Also all diese Erklärungsmechanismen entziehen sich bisher einem wissenschaftlichen Nachweis. Vordringlich scheint eher die Frage zu sein, wie sich die Existenz astrologischer Effekte statistisch nachweisen lassen könnte. Die Frage nach dem Wirkmechanismus darf dabei vorerst beiseite gestellt werden. Erst nach einem statistischen Nachweis der Effekte könnte man wohl daran denken, den Mechanismus, auf den sie berufen, zu erforschen. Kommen wir zur psychologischen Astrologie und den hier oft vertretenen Theorien. Vertreter der psychologischen Astrologie erklären die Funktionsweise der Astrologie oft mit Hilfe des von C.G. Jung beschriebenen Phänomens Synchronizität als ein Prinzip akausaler Zusammenhänge. Die himmlischen Konfigurationen spiegeln eine Zeitqualität, die die irdischen Ereignisse durchdringt. Es gibt keine kausale Verbindung zwischen Himmel und Individuum, nur eine synchronistische, symbolische Beziehung. Da wird zum Beispiel das Bild gebracht von einer Uhr, die die Zeit anzeigt, aber sie nicht bewirkt. Und so ähnlich sind die Planeten auch als eine Uhr vorzustellen nach dieser Theorie. Die
Astrologische Symbole werden als Archetypen des kollektiven Unbewussten interpretiert. Man vergleicht das kollektive Unbewusste mit Plotins Weltseele und Weltgeist, die Archetypen mit den platonischen Ideen, das heißt mit den Grundmustern, die alles Sein regieren und durchdringen. Man beachte allerdings, für Plotin und die Babylonier zeigen die himmlischen Konfigurationen künftige Ereignisse an. Es gibt allerdings auch Texte, wo dann gesagt wird, dass die himmlischen Konfigurationen auch die Vergangenheit und die Gegenwart anzeigen können, aber der Fokus liegt jeweils auf der Zukunft. Green und Thanas sprechen hingegen von Gleichzeitigkeit. Weiter zu beachten, Jung spricht von einem kollektiven Unbewussten, Plotin und die erwähnten Astrologen denken eher an ein kosmisches Bewusstsein oder an einen Weltgeist. Also Robert Heyn zum Beispiel spricht ausdrücklich von einem Weltgeist. Manche Psychoanalytiker, einschließlich Jung selbst, tun sich schwer mit der Vorstellung einer Weltseele oder eines kosmischen Bewusstseins. Genau genommen handelt es sich um ein metaphysisches, wenn nicht gar theologisches Konzept. Das Maximum, zu dem Jung stehen kann, ist ein kollektives Unbewusstes. Da dieses auf die menschliche Psyche beschränkt ist, nimmt Fritz Riemann darüber hinaus noch ein kosmisches Unbewusstes an. Man sieht also, da entfalten sich auch wiederum mehrere verschiedene, wiederum spekulative Theorien. Damit sollen anscheinend in einem wissenschaftlichen Umfeld theologische Konnotationen vermieden werden. Gott oder ein Weltgeist ist ja nicht unbewusst. Wenn von einem Unbewussten spricht, dann ist das weniger in Gefahr als metaphysisch oder als theologisch beurteilt zu werden. Man kann allerdings einwenden, dass selbst die Idee eines kollektiven Unbewussten den Verdacht erweckt, etwas Transzendentes, Metaphysisches zu sein. Kollektives transzendiert ja das Individuum. Zudem, nur weil kollektive Inhalte uns unbewusst sind, braucht das Kollektiv ja selbst nicht unbewusst sein. Ich persönlich spreche lieber von der kosmischen Intelligenz. Ähnlich wie Robert Hand oder Richard Thanos. Roberto Sicuteri, ein italienischer psychoanalytischer Astrologe, glaubt, ähnlich wie vermutlich Jung, nicht, dass eine reale, symbolische Beziehung zwischen Himmel und Mensch existiert. Astrologische Sinnbezüge sind nur dadurch begründet, dass der Mensch aus seinem kulturellen Kontext heraus symbolische Inhalte an den Himmel projiziert, die dann auf ihn zurückwirken. Er bringt zum Beispiel das Symbol eines Kreuzes mit dem gekreuzigten Christus und das Symbol eines Buddha. Eine Buddha-Statue hat für einen Christen null Wirkung, aber ein Kreuz kann eine enorme Wirkung auf einen Christen, auf einen spirituellen Menschen aus dem christlichen Abendland ausüben. Und ganz genau umgekehrt verhält es sich mit der Buddha-Statue. Da finden offenbar Projektionen statt, die dann von der Projektionsfläche auf den Menschen zurückwirken. Und so ähnlich stellt sich Roberto Sicuteri die Wirkung der Planeten vor. Richard Thanos lehnt diese Auffassung ab. Er bekennt sich vielmehr zur platonisch-metaphysischen Auffassung einer Anima Mundi. Genauso auch Robert Hand, Lise Green, André Barbeau, Fritz Riemann. Und selbstverständlich die Theosophen Alan Leo und Oskar Adler. Synchronizität ereignet sich nicht nur in astrologischem Kontext, sondern zum Beispiel beim Kartenlegen. Also ich komme jetzt auf Probleme der Synchronizität, des Erklärungsmodells von Astrologie durch Synchronizität. Also Synchronizität ereignet sich anscheinend auch, so hat es Jung jedenfalls interpretiert, beim Kartenlegen I Ching und bei beliebigen witzigen Zufällen.
Ist die astrologische Oben-Unten-Korrespondenz also vergleichbar dem Sinnbezug eines I Ching-Orakels zu unserem Leben? Wenn ja, müsste dann ein Zufallshoroskop nicht genauso gut funktionieren wie ein echtes Geburtshoroskop? Viele Astrologen sind der Meinung, dass das so ist. Ich habe allerdings noch nie jemanden gesehen, nie einen Astrologen gesehen, der tatsächlich mit mit Zufallshoroskopen arbeitet. Strafehoroskope? Wie? Strafehoroskope? Nein. Das sind doch Zufallshoroskope. Was für? Fragehoroskope, ja, aber da sind doch, da wird doch das echte Horoskop des Moments genommen und nicht irgendwelche zufällige Planetenpositionen ausgewürfelt. Ja, aber spontan, ja. Ja, aber doch, es besteht ein echter Sinnbezug zwischen oben und unten. Hingegen, wenn ich ein Zufallshoroskop in dem Sinne berechne, dass ich für jeden Planeten eine Position, eine Tierkreiszeichenposition auswürfle, es gibt ein solches Orakel, kann man kaufen oder habe ich mal gekauft, dann ist es ein wirkliches Zufallshoroskop und es ist keine Korrelation zur realen Konfiguration am Himmel oben vorhanden. Aber umgekehrt gibt es sehr wohl die Erfahrung, das Horoskop ist offenbar falsch. Diese Erfahrung habe ich öfter. Ja. Dieses Horoskop ist falsch. Ja. Das kann nicht das oder ich verstehe es nicht. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, aber ich bin nicht wirklich ein praktizierender Astrologe. Ich mache das eher nicht so oft. Also, da stellt sich dann die Frage, landen wir damit nicht zwangsläufig bei Astrologie als nützliche Fiktion, wenn wir also Astrologie rein als Synchronizität, als einen Effekt, die Oben-Unten-Korrelation rein als eine synchronistische Korrelation deuten, landen wir damit nicht in einer Astrologie als nützliche Fiktion. Man könnte ja eben genauso gut mit Zufallshoroskopen arbeiten. Dagegen spricht eben, dass ich keinen einzigen Astrologen kenne, der Zufallshoroskope anstelle von echten Geburtshoroskopen verwendet. Ja, ist es natürlich schwierig, ne? Weil es bezieht sich ja auf den Geburtszeitpunkt. Und ich meine, wenn ich jetzt gerade geboren werde oder als Mutter, müsste ich ja dann Dreck würfeln. Nee, aber ich meine, wenn jemand zu mir in die Beratung kommt, könnte ich ja irgendein Horoskop auszuwürfeln, anstatt mir zu machen, das Geburtsdatum einzugeben und das wahre Horoskop zu verwenden. Beziehungsweise der Klient könnte ein Horoskop vorlegen, was völlig falsch ist, und der Astrologe würde trotzdem eine stimmige Beratung machen. Das wäre so ein Problem. Ja. Aber das würde das synchronistische Prinzip ja auch erklärbar sein. Ja, eben, das will ich ja sagen. Ja, das ist aber was er meint. Das will ich ja sagen, wenn es nur wenn es nur Synchronizität wäre, dann funktioniert eben die Oben-Unten-Beziehung gar nicht. Also, ich habe aus diesem Grund einen Vorschlag gemacht, den allerdings lang vor mir bereits der Richard Tanas gemacht hat. Nämlich, dass die Himmelsbewegungen allgemeine Sinnmuster bzw. Archetypen darstellen, nach denen akausale Sinnzusammenhänge auf der Erde sich ereignen und entwickeln. Kann man nachlesen in Cosmos und Psyche, Seite 85 oder sowas in dieser Gegend. Alle Synchronizität, auch Orakel aller Art, könnten diesen himmlischen Mustern untergeordnet sein und sie widerspiegeln. Nur unter dieser Voraussetzung ergibt es Sinn, astrologische Sinnbezüge durch Synchronizität zu erklären, ohne das Horoskop zu einem bloßen Zufallsorakel zu degradieren. Natürlich ebenfalls wiederum eine spekulative Erklärung, aber irgendwie scheint es, dass wir Astrologen darauf nicht verzichten können. Ich bin ja nicht der Einzige, der da spekuliert. Kommen wir nun zu Christopher Weidner und seiner nützlichen Fiktion, ein weiterer Ansatz zur Erklärung, wie Astrologie funktionieren könnte, der im Gegensatz steht zu allem, was wir bisher gesehen haben. Und ich möchte hier die erkenntnistheoretischen Hintergründe beleuchten, auf denen Weidners Artikel beruhen.
Und zwar ist da zunächst einmal der sogenannte Fiktionalismus von, schade, dass ich hier nicht die neue Version habe, leider, da wäre jetzt noch der Name Vaihinger gestanden. Vaihinger war der Vorname ist, glaube ich, Hans, der hat den Fiktionalismus in dieser Weise vertreten. Ich zitiere die Definition aus der Wikipedia. Als nützliche Fiktion wird in der erkenntnistheoretischen Philosophie eine Annahme oder Theorie bezeichnet, die als Erklärung oder als vorläufige Denkfigur akzeptiert wird, obwohl sie aus streng wissenschaftlicher oder logischer Sicht nicht haltbar oder beweisbar ist. Obwohl vielleicht falsch, ich betone hier das Wort vielleicht, es wird hier gar kein Urteil darüber gefällt, ob es falsch ist oder nicht, obwohl vielleicht falsch, führt eine nützliche Fiktion zu durchaus sozial adäquaten Resultaten. Sie erfüllt im Zusammenleben der Menschen eine anerkannte Funktion und wird deswegen beibehalten. Nützliche Fiktionen erhalten also ihre Legitimation durch den lebenspraktischen Zweck, den sie erfüllen, nicht durch ihre objektive Beweisbarkeit. Die soziale Nützlichkeit dominiert im Falle einer solchen Fiktion die Frage nach der Wahrheit der Annahmen. Nur die Nützlichkeit interessiert, alles andere ist unwichtig. Begreift man nützliche Fiktion in diesem Sinn, so wird die Realität einer Oben-Unten-Korrespondenz nicht verneint, sondern nur eine skeptisch-agnostische Haltung ihr gegenüber eingenommen. Es wird dann nicht behauptet, dass diese Korrespondenz eine Fiktion sei, sondern es wird gesagt, dass sie fiktiv sein könnte oder auch nicht, dass sie aber auf jeden Fall eine nützliche Annahme sei. Die Frage, ob die Korrespondenz real oder fiktiv sei, wird als irrelevant betrachtet. Der Fokus liegt auf dem Nutzen. Weidner geht hier jedoch einen Schritt weiter und spricht, Zitat, von der Mehr, von der allmächtigen, sinnspendenden, a priorischen Ordnung der Himmel. Weiter behauptet er, als ein kreativer Zirkel konstruiert Astrologie jene Realitäten, die sie gleichzeitig beschreibt. Damit kommen wir zum nächsten erkenntnistheoretischen Hintergrund von Weidners Theorie, dem radikalen Konstruktivismus nach Ernst von Glasersfeld. Der radikale Konstruktivismus ist eine erkenntnistheoretische Position, wonach es keine Objektivität gibt, sondern jede Wahrheit ein Konstrukt des Individuums und unvermeidlich subjektiv ist. Allerdings wendet der radikale Konstruktivismus dieses Prinzip auf alle menschliche Erkenntnis an, somit nicht nur auf die Astrologie, sondern durchaus auch auf die Naturwissenschaften. Also alle menschliche Erkenntnis wäre demnach nichts weiter als subjektive Konstruktion und somit, wenn man will, Fiktion, eventuell auch nützliche Fiktion. Weidner liefert keinen einsichtigen Grund, weshalb dieses erkenntnistheoretische Urteil für die Astrologie eher gelten soll als für die klassische Physik, Chemie und Biologie. Bitte lesen Sie den Artikel von Weidner und suchen Sie nach solchen Hinweisen. Ich kann sie nicht finden. Im Sinne des radikalen Konstruktivismus ist eine Position, der zu folgen eine Oben-Unten-Korrespondenz real existiert, genauso viel wert wie die Grundannahmen der klassischen Physik, die hier ebenfalls als konstruiert zu gelten haben. Leider ignoriert Weidner in seinem Essay diese relevanten Gesichtspunkte. Das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an Weidners Ansatz. Es ist schade, dass er nicht hier ist. Den Kritikpunkt habe ich auch noch nicht ganz verstanden, den du da hast. Weidner verwendet ja den radikalen Konstruktivismus, um den Wahrheitsanspruch der Astrologie zu vernichten und sie als eine reine nützliche Fiktion, als eine Mehr zu präsentieren. Aber es ist ja so, dass wenn man diesen, ich möchte gar nichts sagen über den
über die Gültigkeit des radikalen Konstruktivismus. Aber ich möchte sagen, wenn man diesen Ansatz ernst nimmt, dann muss man ihn auf alle Wissensgebiete anwenden, nicht nur auf die Astrologie. Also man muss ihn auch. Das nicht? Wie? Das ist die Frage. Tut er das nicht? Herr Weiner tut das nicht. Also er wendet das nur auf die Astrologie an und würde das nicht anwenden auf andere Wissenschaften. Das ist nämlich die Frage. Wie? Entschuldigung? Ob der Weidner das nicht tut, dass er diesen Konstruktivismus auch auf andere Wissenschaften anwendet. Ja, bitte liest den Artikel und sag mir, ob das so ist oder nicht. Ich kann keine Hinweise darauf finden, dass er wirklich das auf andere Wissensgebiete auch anwendet. Sondern er ist total fokussiert darauf, die Astrologie als Fiktion hinzustellen. Und er verwendet auch einen Fiktionsbegriff, der nicht demjenigen entspricht, den ich vorhin gezeigt habe anhand der Definition an der Wiki, weil nämlich Weidner die Astrologie wirklich, weil er wirklich behauptet, die Astrologie sei eine Fiktion, wenn der Fiktionalismus gar kein Urteil darüber abgibt, ob etwas eine Fiktion sei oder nicht. Gut, aber Weidner selbst macht ja Astrologie und hat eine Riesenpraxis. Der ist ja Astrologe als ja. Beruf. Ne? Also ich habe ihn in Diskussionen erlebt, in wissenschaftlichen Symposien, da wurde ja dieses Diskussion geführt, bevor der Artikel erschien, in der Zeitschrift Anomalistik, und da sagt er, das ist für ihn ein Ansatz, der radikale Konstruktivismus, in gewissermaßen die Astrologie hoffähig, ne, oder wissenschaftsfähig zu machen. Aber nicht, um ihre Anwendung und ihre Verwendung als Idiotie hinzustellen, denn er macht ja selbst. Ja. Sie ist ja nützlich. Sie ist nützlich. Das war eigentlich der Schritt, den er dabei gegangen ist. Ja, ich möchte nur eigentlich zeigen, dass Weidner da einen Dogmatismus hinlegt, punkto Gültigkeit der Astrologie, respektive Ungültigkeit der Astrologie, der eben mit diesen Ansätzen, auf die er sich bezieht, eigentlich gar nicht vertretbar ist. Und er möchte die Astrologie hoffähig machen bei irgendwelchen Kreisen, aber wenn man diesen Kreisen den radikalen Konstruktivismus dann auch anwenden würde auf ihre Wissenschaftsgebiete, dann würden die dann anders reingucken. Ja, oder kein Mensch würde auf die Idee kommen, Philosophie nach ihrer Nützlichkeit zu beurteilen. Das ist ja völlig absurd. Es gibt Leute, die das machen. Ja, und abschaffen. Es gibt und alles. Also in Japan wird keine Philosophie mehr unterrichtet. Naja, ja, das also wundert mich nicht. Ja. Also Utilitarismus gibt da. Ja, klar. Ja. Okay, es gibt noch einen dritten erkenntnistheoretischen Hintergrund von Weidners Theorie, nämlich den Nihilismus. Und zwar wird der vor allem ersichtlich aus seinem Artikel. Ah ja, jetzt gehe ich noch nicht so, muss ich noch was anderes. Also nochmal auf das genauer eingehen. Für wichtiger halte ich die Frage, ob Astrologie ohne die Annahme einer realen Oben-Unten-Korrespondenz in der Praxis überhaupt funktionieren kann. Ich urteile jetzt mal von mir her. Ich kann vielleicht der Meinung sein, dass das Tun anderer Leute auf einer nützlichen Fiktion beruht, nämlich auf einer bloßen Illusion. Ich kann zum Beispiel der Meinung sein, dass ihr als Astrologen einer Illusion aufliegt, die zwar nützlich ist, aber eben eine Illusion ist. Das macht mir überhaupt keine Probleme. Aber wenn ich selber Astrologe bin, kann ich dann mein eigenes Tun als eine nützliche Fiktion betrachten? Geht das ohne eine Persönlichkeitsspaltung oder dissoziative Identitätsstörung? Das kann ich mir nicht vorstellen, aber vielleicht sind heute so viele Menschen, leiden so viele Menschen unter dissoziativen Identitätsstörungen, dass das eben tatsächlich möglich ist. Ich bin leider nicht, habe leider nicht diese Fähigkeit, mich so zu spalten. Nicht? Und wie steht es dann auch mit meinem Kunden, der von den behandelnden Themen existenziell betroffen ist? Könnte er denn aus der Beratung irgendwelchen Nutzen ziehen, wenn er selbst davon ausginge, dass sie auf einer bloßen Fiktion beruht? Ich glaube, dass der radikale Konstruktivismus für die astrologische Praxis eigentlich nicht taugt. Also wenn Weidner da erfolgreich Astrologie betreibt,
ist toll. Ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich kann es nicht nachvollziehen. Auch wenn ich mich anstrenge. Ich denke, der hat einen methodischen Kunstgriff angewandt, um sich irgendwie reinzuwaschen. Ja. Okay, jetzt. Oder um sich einen wissenschaftlichen Anspruch. Also er nennt den radikalen Konstruktivismus als nützliche Fiktion. Okay. Ja. Ja, genau. Jetzt der dritte erkenntnistheoretische Ansatz von Weidner ist der Nihilismus. Und zwar ist der sehr schön zum Ausdruck gebracht in seinem Aufsatz Astrologie nach dem Tode Gottes, den man im Internet an dieser Adresse findet. Und ich zitiere da, aber nicht mehr Gott organisiert unsere Welt, sondern wir selbst sind auf uns selbst zurückgeworfen, den Fluss des Erlebens im Alleingang, jeder für sich zu strukturieren. Gott ist in diesem Sinne tot, wie Weidner mit Bezugnahme auf Nietzsche feststellt. Wird gleich erklärt. Weiter zitiert Weidner aus Florian Roth, Politik nach dem Tode Gottes. Ohne Gott ist die Wahrheit nicht mehr göttlich. Also Gott ist ja der Begriff der Wahrheit, ist die Metapher für Wahrheit, die überhaupt in der ganzen antiken und mittelalterlichen Philosophie ist Gott eigentlich die Wahrheit, die philosophische, eine Metapher für Wahrheit überhaupt. Also ohne Gott ist die Wahrheit nicht mehr göttlich. Die Vorstellung, dass es eine wahre Welt hinter der Vielzahl unserer subjektiven Vorstellungen gäbe, obsolet. Es gibt keine absolute Wahrheit mehr, nur noch unsere nützlichen Fiktionen. Das findet man so ähnlich auch bei Nietzsche an vielen Stellen, allerdings ohne den Ausdruck nützliche Fiktion. Man beachte aber den Wahrheitsanspruch gerade in dieser Aussage und den in ihr erhaltenen Widerspruch, als wäre es eine absolute Wahrheit, dass es keine absolute Wahrheit mehr gäbe. Also Weidner kommt hier für mich unheimlich dogmatisch durch. Die mehr von der ich habe es vergessen, wie das wörtlich lautet, die mehr von der allmächtigen Sinnspenden a priorischen Ordnung der Himmel. Also für mich ist es keine mehr, aber für ihn ist es eine mehr. Also dann ist er dogmatisch. Ich bin vielleicht auch dogmatisch. Eine weitere markante Aussage Weidners: Jede Wirklichkeit ist stets nur meine Wirklichkeit, kann niemals die Wirklichkeit des anderen sein. Es handelt sich hierbei um einen Gemeinplatz, der interessanterweise auch unter psychologischen und esoterischen Astrologen weit verbreitet ist, auch unter einer vedischen Astrologin habe ich den schon gehört, erstaunlicherweise, obwohl indische Astrologen überhaupt nicht nach diesem Muster ticken. Die Aussage hat aber ein schwerwiegendes logisches Problem. Wenn Weidner da die Wahrheit sagt, dann gibt es allgemein verbindliche Wahrheit eben doch und dann ist Gott als Metapher für allgemeinlich verbindliche Wahrheit überhaupt nicht tot. Die Aussage, Gott sei tot oder es gäbe nur individuelle Wahrheiten, ist ein unlösbares Paradoxon, eine Fiktion. Man kann sich fragen, ob diese Fiktion nützlich ist und wozu. Weidner selbst deutet die Antwort an. Zur Abgrenzung des Individuums gegen totalitäre Ansprüche von Kirchen, astrologischen Sekten und anderen Systemen. Also Weidner hat offensichtlich den starken Wunsch, sich gegen solche Totalitarismen abzugrenzen. Meine Idee dazu, wer seinen eigenen Standpunkt zu relativieren weiß, ist sicher weise, aber seien wir doch ehrlich, mit reiner Subjektivität können wir nicht leben. Jeder hält irgendetwas für wahr und das geht nicht ohne Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit, auch nicht bei Weidner. Also es gibt vielleicht viele Wahrheiten und jeder hat seine Wahrheit, aber es gibt auch, es muss doch auch irgendwie eine Einheit der Wahrheit geben. Wie sonst könnten wir überhaupt miteinander kommunizieren? Ja, aber
und einander noch verstehen. Aber da ist ja der Kunstgriff, du hast ja selbst so viel gesagt, du sprichst von kosmischer Intelligenz. Ja? Diese kosmische Intelligenz kann sich ja äußern über die Bewusstsein der Menschen, ja, die Denkfähigkeit des Menschen. Ja. Dann würde Gott sein, gibt es in dem Sinne nicht Gott, sondern Gott zeigt sich im Menschen. Also durch die Bewusstwerdung des Menschen schaffen wir Göttlichkeit. Gewissermaßen. Also das Bewusstsein wird sich bewusst durch die geistige Fähigkeit der Menschen. So, es scheint fertig zu sein. Ich habe also für all diese Theorien habe ich auch Originaltexte. Ich bereite die vor, sodass ich die also mit dem mit der Originalsprache und Übersetzung, sodass ich die an euch verschicken könnte per E-Mail. Dann könntet ihr das im Detail studieren. Ja, es ist auch ein Buch von mir kürzlich fertig geworden, wo... Ah nein, das ist das andere. Aber ich möchte jedenfalls darüber auch noch was Ausführlicheres schreiben. Danke. Vielen Dank.